Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zu. Okay. Was? Bist du das Symbol auf der linken Seite sehen kannst? Auf der linken Seite? Ah ja. Kopfhörer. Ja! Nochmal! Herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ich habe mich jetzt auch anstecken lassen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja. Ich will da mit euch zusammen mal reinschauen. Und hoffe, dass ihr auch Bock drauf habt. Und ja, lasst uns doch einfach die neue Reise beginnen. Story-Modus, ja. Jedi Ritter, Spieler, die mit Nahkampf-Action nicht vertraut sind und eine einfache Herausforderung brauchen. Und eine Herausforderung suchen. Die Nahkampf-Action-Spieler. Habe ich Nahkampf-Action-Spieler schon gespielt? Ich meine, ja, Jump Force kann man, weiß ich nicht, Nahkampf-Action-Spiel. Aber wir nehmen einfach Jedi Meister. Wir sind zwar mit denen noch nicht vertraut. Achso, müssen wir gedrückt halten. Aber wir versuchen es einfach. Und wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Ja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zusammen auf diese Reise. Ich hab Bock drauf. Ich freue mich schon so lange drauf. Und ich weiß, ich bin nicht der Erste, der das spielt. Aber vielleicht guckt ihr trotzdem rein und genießt mit mir einfach die Zeit. Ich würde mich freuen, weil, ja, wir müssen eher alle zu Hause bleiben oder fast alle. Ich bin auch mehr oder weniger Homeoffice, ich bin halt auf Bereitschaftsdienst und hin und wieder in der Notbetreuung, weil ich im Hortbereich halt tätig bin und ja. Deswegen gönnt euch das doch. Geht mit mir zusammen auf diese Jedi-Reise. Ja. Sind hier erstmal wie auf so einem ja, Raumschifffriedhof. Das ist erstmal eine übelste Krake. Ah ja, ja moin. Geil. Hör zu, ich störe hier nur ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von mir. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden, ne? Ah. Dabei drauf gehen aber auch nicht. Alles klar, gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Okay. Springen. Hab. Bisschen wie Assassin's Creed. Woo! Kann ich auch sprinten oder so? Ah, das ist ein Ausweichding. Ja, ich bin ja jung und leicht, ne? Im Gegensatz zu dir. Ja, dann los. Hab. Bin schon da. Ah, endlich mal auch ein Star Wars Spiel, wo ich einfach wieder Bock drauf habe, das zu spielen. Battlefront 1 und 2 hätten so gute Spiele sein können, wenn sie dieses... Ja, Pay to Win nicht hätten eingeführt und so. Wäre ein geiles Spiel geworden. Na, dann los. Auf geht's. Boah. Ach so. Ey. Alles okay? Ja, ich bin okay. Wie komme ich da jetzt hin? Aber egal. Mach ich. Kein Problem. Ich improvisiere.
Bin da. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Bisschen hackelig ist es. Ah. Okay. Oh, hier, wie Tomb Raider. Ah ja. Genau das wollte ich auch sagen. Hui. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Warte mal, LT. Hoch. Beeil dich, dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits. So, wo muss ich lang? Es wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Oh, Assassin's Creed. Geil. Also so. Assassin's Creed Style. Finde ich gut. Leiste nicht, Kerl. Ist ja nichts zu sehen. Sind auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Hallo? Ah ja. Eigentlich eine ganz hübsche. Warum seid ihr nicht zusammen? Was ist da los? So, dann gehen wir mal hier durch. Hopp. Ah, ich lieb's jetzt schon. Einfach aufgrund dieser Spring-Parcours. Unheimlich. Mechanik Lass so. Nicht stören, Jungs. Du musst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Einfach geil. Auch super detailreich animiert, finde ich. Hopp. Ah ja. Hopp. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Köpfeldorf. Fallen lassen. Okay, das habe ich nicht erwartet. Wie kommst du hierher? Eben. Wie kommst du hier? Hehe. Okay. Hopp. Hopp. Ach. Schön festhalten, Digga. Müssen wir nach oben? Ne, wir müssen nach unten, ne? Oh. Oh Gott. Hm. Was mache ich denn? Okay, ich bin da. Ich bin da. Hui. Okay, wo müssen wir hin? Hey, wir sollten los. Ja, wer, hoch? Nee. Sehe ich den Weg jetzt gerade nicht, oder? Ah! Oh! Okay, das geht also nicht. Ei. Alter, auch. Das ist auch ein geiles Thumbnail. So wie der hochklettert oder auch wie der da vorhin stand, ne? Okay. Ja, ja. Man muss ja immer wieder auch manche Planeten doppelt bereisen. Den was? Ja, ja. Ziehen. Alles klar, du bist dran.
Klammer gesichert. Wow. Alles okay? Bin noch da. Hui. Schrecken angejagt, Kumpel. Und nochmal. Hopp. Fertig. Moment. Na, ja, mach das. Es wäre schön, wenn du dich beeilen würdest. Aber lass dich ja nicht stressen. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Wow. Ein Volltreffer. Ein echter Schrottsammler-Jackpot. Aus wie R2-D2 da drin. Vier Jahre? Fünf. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja. Wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Nein, eigentlich okay? Nicht. Was sagst du? Die riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Finderlohn für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. What? Alter. Und jetzt. Ja. Und bam. Bob, alles okay? Kerl, ich komm nicht raus. Bob, durchhalten. Ich rutsche ab. Ja, bitte. RB. Oh, RB. Ich muss immer überlegen, was RB ist. Oh. Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ihm geht's gut? Kein Pilot. Digga, der hat so einen Balken da drauf gekriegt, Alter. Der hat gerade so einen Stahlbalken voll auf den Magen gekriegt. Oh, mir geht's gut, Alter. Okay, wir sollten. Wir müssen wegkommen. Was war das denn? Was war das eben? War das. Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte vertrau mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich. Ich weiß. Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Alter, Digga. Das geht doch nicht gut aus. Alles okay bei dir? Jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Genau. Redet am besten in der Öffentlichkeit drüber. Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf
Asher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, gell. Oh, Mann. Aber auch witzig, wie diese Sommersprossen... Oh, Entschuldigung. Wie man diese Sommersprossen auch in seinem Gesicht so einzeln sieht, das ist so krass. Hoch. Gänsehaut. Wo ist der Dude? Habe ich vorhin eigentlich zu Ende erzählt, dass man manche Planeten ja doppelt bereisen muss, weil man da ja dann manchmal erst durch Fähigkeiten weiterkommt. Ey, warte mal. Hallo. Soll's warten? Was ist mit ihm? Warte doch einfach mal, hallo. Digga, was ist mit dir? Machst du ein bisschen... Hallo? Hä? What the fuck? What the fuck ist... Okay. Hä? Wo ist die scheiß Tür? Hallo? Ist da wer? Hallo? Dann geht's hier nicht weiter. Okay. Ich bin unbewaffnet. Wait, what? Hallo? Ich tu niemandem was. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Okay. Das war ein Meister? Ich dachte, das ist einer. Oh! Gänsehaut! Wir hatten einen Prof. Ja. Was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung jo. Bereit! In einer okay. Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Okay. Aber so wie er guckt, scheint das keine Schmuggelkontrolle zu sein. Okay. Und sie ist die böse Lordin, oder? Das ist ihr Ehemann, der Hund? Der Wachhund? Schon alle? Ja, zweite Schwester. Gott, ich krieg Gänsehaut. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam. Warum hat die auch so ein. Warum haben die immer so ein Visier da auf dem Kopf? Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Tu's nicht. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis.
Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Digga, lass das weg. Wir alle kennen die Wahrheit. Und komm du zurück in die Reihe, bitte! Wir sind nur Ängstliches zu sagen. Für das Imperium sind wir doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Oh Gott. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Oh fuck. Ich hab den Jedi. Ja. Oh, fuck. Oh Gott. Oh. Das tut weh. Ja, das hat echt weh. Cool bleiben. Ja, würde ich auch sagen. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht mehr. Okay. Er hört LB. Der Wasser, der kommt nicht vorbei. Der Verräter, Feuer! Sehr geil. Na komm her! Kontakt bestätigt. Erschieß ihn. Aua. Okay. Okay, ich bin raus. Ah! Der Turm ist am Boden. Da musst du echt ein bisschen timen, ne? So. Aua. Oh. Interagieren. Okay. Müssen wir hier raus? Okay, ja. Okay. Bewegung bleiben. So, aber hier komme ich ja nicht weiter, oder? Gott, muss man echt aufpassen. Zielerfassung. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Zielerfassung. Ah ja. LB. Ich kann durchkommen. Nur du und ich. Ah. Oh. Wir töten nur okay. Das okay, 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 okay. 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 Zu viel Tasteninformation. So. Okay. Okay. Na, komm her. Gegner verlangsamen, bremsen. Okay. Sehr gut. Und jetzt? Soll ich hin?
Hä? Verstehe ich da irgendwas gerade nicht? Ich verstehe irgendwas gerade nicht, oder? Was ich tun soll. Ach. Ah. Weg mit dir. Die Sau. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich hier hoch, oder? Nee. Müssen hier durch? Auch nicht. Okay, wo müssen wir lang? Ah ja. Ah. Ich verstehe. Hoch. Und hoch. Und hopp. Hopp. Okay. Na, seid ihr bereit? Du bist erledigt. Geil. Schnitz. So sprinten wir echt noch geil. So. Geh nach vorn. Halte den Zug auf. Oh nein. Hochdeckung. Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt. Ja. Eieiei. Nicht. Nicht runterfallen. Oh Gott. Okay, jetzt wieder hoch. So. Na dann hoch. Aber wohin? Hopp. So, weiter, 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 weiter. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Okay. So. Hopp. Hoch. Weiter. Hoch. Und hoch. Klettern. Hoch. Und hoch. Ich wollte gerade sagen.
Wer bist du denn? Wir wollen helfen! Wer seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Ah ja, ihr wollt helfen und lasst mich dann gleich wieder alleine. Ich denke, das läuft. So, komm. Hoch. Oh Gott. Hoch. Hier rüber. Und hoch. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und zack. Doch, kann ich. Na komm. Mit dir. So, wenn da. Ja, das will ich auch gern wissen. Noch auf den Lack. Der Zug hält. Hoch. Hoch. Der Millennium Falke. Ah ne, ist er gar nicht. Das ist nicht gut. Das sah gerade so aus. Oh Gott! Oh Gott, Mutti! Okay, okay, okay. Okay. Ja! Aua. Oh Gott. Aua. Das muss doch wehgetan haben wie Sau. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auch nicht cool. I'm ready for your shit. Komm her, Bitch. I'm ready. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Oh. Ah! Komm schon, ich drück! Ich drück! Boah. Schnell an Bord! Komm schon! Könntet ihr mal losfliegen? Und vor allem die Tür zumachen, Alter? Und tschüss.
das Ding aus und... Ja. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Breeze Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Alter, da fallen bald die Augen raus, ey. Zu zweit. Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut? Ach, Digga, Alter, halt einfach die Schnauze. Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogan. Ei, ei. Und bis dahin. Zwinkert die auch mal, oder? Raus. Ja, okay. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Muss er gerade sagen, der da irgendwie komplett weird und creepy neben mir steht. Okay, Freunde. Ja, die Mantis, schließe dich der Crew an. Ja, Freunde, das war die erste Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich sage tschüss, bis dahin, bleibt geschmeidig.